Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Ja, heute für den 31. Mai 2024. Wir schauen uns das Ganze hier so ein bisschen an und ihr seht ja schon, es ist ganz gut gelaufen. Vorab sei natürlich aber wieder wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann meine persönliche Meinung und falls ihr in ETFs, Aktien oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte mal selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und eben nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder sonstiges benötigt. Ihr würdet mich auch mega unterstützen, wenn ihr noch kein Depot habt und euch eins unter den unten stehenden Links eröffnet. Somit kriege ich eine kleine Provision quasi und damit würdet ihr mich einfach unterstützen. Okay, fangen wir hier erstmal an. Gestern war ein extrem guter Tag. Es gab, glaube ich, bis auf vielleicht morgens hier einmal, wobei, nee, nicht mal. Es gab keine Situation, wo es hier einmal ins Minus ging. Insgesamt waren es 1,55% im Plus oder 156,04 €. Ich hatte auch was noch gekauft, aber dazu kommen wir gleich. Wenn wir hier einmal drüber sehen, da sehen wir, okay, das meiste ist hier schon im positiven Bereich, im grünen Bereich. Gibt es auch nochmal eine Aktie, die ist im negativen Bereich, aber ja, okay. Wir beginnen mit Realty Income, meiner größten Position im Depot. 2,37% hier plus gemacht, vor allen Dingen nachmittags. Hier ging 15.30 Uhr mit Start der US-Börsen, das sieht man hier sehr, sehr gut. Ist nochmal richtig gut nach oben gegangen, obwohl der Tag davor ja schon echt super war, aber es hat mich natürlich mega gefreut, weil das ganze Depot dann gefühlt Finanzplus holt oder es ist natürlich sehr abhängig davon, mein Depot von Realty Income. Also da bitte nicht so viel in eine Einzelaktie, oder kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt einen durchschnittlichen Buy-in von 54,89 €. Ich hatte ja letztens nochmal eine größere Bestellung vor allen Dingen einen größeren Kauf gemacht. Und der Aktienwert hier gerade bei 48,34 € eben. Somit bin ich hier mit meiner Position 11,93% im Minus. Also es hat sich nochmal ein bisschen verbessert und habe jetzt 57 Anteile. Das ist auf jeden Fall extrem viel. Genau, ansonsten, ich weiß gar nicht, wann die Dividende hier immer kommt, zum Anfang des Monats. Ah, okay, hier, ja, zum Anfang des Monats 24 Cent pro Aktie werden es hier sein. Und könnt ihr euch ausrechnen, was ich bekomme. 24 Cent mal 57 Anteilen, also freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann British American Tobacco. Ja, hier auch ein super Tag gewesen, 1,46% ins Plus gekommen. Hier ging es nachmittags auch nochmal gut nach oben. Und hier jetzt insgesamt 4,52% im Minus. Durchschnittlicher Buy-in von 29,87 €. Und ja, freut mich auf jeden Fall auch, dass sich das hier so ein bisschen verbessert hat. Natürlich bin ich hier trotzdem noch im Minus, aber ja, immerhin nicht mehr so groß wie vorher, freut einen natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier gibt es die nächste Dividende Ende Juni, 69 Cent pro Aktie und 69 Cent mal 41 wird natürlich auch sehr schmackhaft. Ist natürlich nicht die Welt, aber wie gesagt, ich fange gerade erst gefühlt an und habe jetzt auch ein bisschen mehr Geld zum Investieren und ja, freut mich. Und genau, ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwelche anderen Sparpläne einstelle, weil ich hatte hier einen Sparplan für Realty Income eingestellt, weil ich das eben wegen des Safebacks einstellen musste. Und ja, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht irgendeine andere Aktie jetzt wieder mal schauen. Hatte ich nämlich noch nicht geändert. Broadcom ab nachmittags hier gut nach unten gegangen, ab 15.30 Uhr mit Start der US-Börsen. 2,28% hier Minus oder ca. Fast 30 €. Insgesamt bin ich aber hier noch sehr gut im Plus mit 94%. Also es hat jetzt wirklich nicht sehr weh getan.
Lockheed Martin auch einen super Nachmittag gehabt, sage ich mal, 2,26% im Plus oder 9,55 €. Und hier bin ich jetzt auch 47,93% im Plus mit meinen zwei Anteilen hier. Dann LVMH, ja, war so eine Berg- und Talfahrt, sage ich mal. Also es gab hier einmal einen Peak gegen 14.40 Uhr und dann ist es hier gegen spätabends nochmal gut angestiegen. Insgesamt kommen wir hier auf 0,68% raus und insgesamt bin ich jetzt hier auch wieder im Plus mit 2,05% oder 14,84 Euro. Ist jetzt natürlich nicht super viel, aber freut mich natürlich nichtsdestotrotz und ich habe hier eine Aktie von. Dann Allianz, ja, sehr solide, 0,9% plus gemacht oder insgesamt hier 38,69% im Plus, fast 150 Euro, was für mich auch echt sehr schön ist. Novo Nordisk lief auch wieder super, ist ja meine beste Aktie im Depot. Hier bin ich jetzt insgesamt 185,77% im Plus oder 334,29 Euro. Mit meinen 4 Aktien, was wirklich echt gigantisch ist. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich Novo Nordisk jetzt schon halte, aber das war auf jeden Fall echt super und hat mich gefreut, dass das hier so ein Glücksgriff war. Verizon Communications, 2% circa plus gemacht, 8% hier insgesamt im Plus. Hier habe ich insgesamt 13,55 Anteile von und ansonsten gibt es hier eigentlich auch nichts Spannendes Neues. Unilever 1,17% plus gemacht. Insgesamt hier 12,77% im Plus mit meinen 10 Anteilen. Entspricht 56,90 €. In einem Monat hier dann Earnings Call, also Ende Juli erst. Dauert auch noch ein bisschen. Ist ja jetzt gerade erst der 1. Juni, wo ich das hier aufnehme. Coca-Cola. Ca. 1% hier fast plus gemacht. Bin jetzt hier auch wieder einen kleinen Betrag im Plus, 0,61. Macht jetzt natürlich auch nicht super viel aus. Aber ja, hier gibt es auch in 13 Tagen die Dividende, entspricht 45 Cent pro Aktie. Und ich habe hier 8 Anteile. Also ich glaube, der Juni wird auch nochmal einiges an Dividende bringen. Das kann ich euch dann ja am Ende des Monats quasi als Update geben. Next Era Energy, 2% plus gemacht, insgesamt bin ich hier 7,42% im Plus, was mich natürlich auch sehr, sehr freut. Und auch hier gibt es am 3. Juni die Dividende von 47 Cent pro Aktie, habe aber nur in Anführungszeichen 6 Anteile von. Ja, dann Walt Disney, lief auch wieder gut, 1,98% plus gemacht, insgesamt bin ich hier jetzt nur noch 35% im Minus, das sah schon mal deutlich schlechter aus. Ist natürlich immer jetzt noch nicht so, so super, aber naja, wird auf jeden Fall schon mal besser. Mal schauen, wie sich Walt Disney dann weiterhin entwickelt. BlackRock war auch sehr gut, 5,59% bin ich hier, aber nichtsdestotrotz immer noch im Minus. Hier gibt es in 6 Tagen 4,70 € pro Aktie und ich habe hier insgesamt nur einen kleinen Anteil, nämlich 0,19 Anteile von BlackRock und ja, dementsprechend klein wird die Aktie, die Dividende dann ausfallen. Nel Azar lief auch wieder ganz gut, hatten aber die letzten Tage ja einen kleinen Rücksetzer, deswegen auf jeden Fall noch nicht auf dem Niveau, wo sie waren am Anfang der Woche, am 28. Mai. Hier insgesamt 46,71% im Minus oder 114 Euro. Mal schauen, wie sich das jetzt auch die nächsten Jahre so weiterentwickeln wird. Ja, dann habe ich 2 Knockout-Zertifikate in meinem Depot. Zum einen habe ich gestern Nvidia geschortet. Wir sehen, ich habe hier wo sehen wir es? Ein Buy-in von 1,65 €. Bin da auch, also habe 100 Anteile gekauft, bin jetzt 4 € im Minus. War zeitweise, ich meine irgendwie, weiß gar nicht wie viel es waren, 17 € oder so im Plus.
Und wir sehen hier beispielsweise auch, wo ist das genau? Hat einen 6er-Hebel, der Knockout ist bei 1267 € und 80, oh Dollar, sorry. Und Nvidia, ja, bin ich eben auf sinkende Kurse gegangen. Wir sehen, Nvidia hatte im letzten Monat eine richtige Bergfahrt sozusagen hinter sich, also extrem gestiegen, 23,21% oder 190 € circa. Und ich habe jetzt eben auf fallende Kurse gesetzt und bin mal ja, ganz gespannt, was dann oder wie sich der Kurs dann am Montag so entwickeln wird. Und wir sehen, perfekt, wir sehen hier auch einmal ein anderes Knockout-Zertifikat. Und zwar bin ich hier long auf Rheinmetall gegangen. Und das Knockout-Zertifikat hatte sich auch ganz gut entwickelt. Bin hier 5,83% im Plus. Ja, 8,36 Euro Buy-in von 13,02 €. Und wir sehen, Knockout ist hier bei 390 € und 18 Cent, 3,811er Hebel und Rheinmetall ja, weiter gestiegen am Freitag. Und der Monat, ja, sieht so normal aus, sag ich mal. Aber genau, seit einem Jahr ist Rheinmetall ja auch einfach nur gefühlt am Steigen. Ja. Auch hier bin ich natürlich gespannt, wie es am Montag aussehen wird. Und ja, das war es eigentlich von meinem Depot. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Das würde mich natürlich auch interessieren.